Heute Abend bei mir zu Gast, Entertainer Stefan Raab, vom Metzgerlehrling zum Wok-Weltmeister und Selfmade-Millionär. Er ist der letzte große Künstler, ein Allround-Talent, gelernter Metzger, genialer Musikproduzent, grandioser Comedian, beinharter Businessman und seit kurzem auch Hochleistungssportler und Weltmeister. Ich spreche von dem Entertainer Stefan Raab. Herzlich willkommen, Stefan Raab. Dankeschön. Willkommen. So flexibel sind wir jungen Menschen, Herr Bergmann. Ja. Super. Was ist das Berauschende am Fahren im asiatischen Kochtopf? Das Berauschende daran ist, dass man im Prinzip keine Möglichkeit hat zu steuern. Das Berauschende daran ist, dass im Prinzip jeder untrainierte Depp, sag ich mal, das machen kann. Ja? Also, Herr Westerwelle, Sie können beim nächsten Mal auch gerne dabei sein in FDP-Wok. Prima, das ist das, was ich mir im ganzen Leben immer mal gewünscht habe. Das ist prima, großartig. Ja, ja? Das war halt eine Idee, die bei mir bei Wetten, dass gekommen ist, als da gab es so eine Wette, da fuhr einer mit dem Auto schneller runter oder schneller die Bobbahn rauf, als jemand mit dem, mit dem Bob runter. Und dann habe ich aufgrund der phonetischen Ähnlichkeit Bob und Wok, habe ich gesagt, komm, da lachen die Leute bestimmt gleich. Dann sage ich, ich fahre da mit einem chinesischen Wok runter. Und der Effekt war, die Leute lachten. Da habe ich mir gedacht, Moment, irgendwie finde ich diese Vorstellung gut. Und auch obwohl ich die Wette nicht verloren habe, habe ich das dann gemacht und habe diesen Beitrag dann an Thomas geschickt. Und die haben das dann gezeigt bei der darauf folgenden Wetten, das Sendung und das war auch ein großer Lacherfolg. Hab ich gedacht, das ist mir dann erst selbstbewusst geworden, das ist nicht nur ein lustiger Spaß, sondern es sieht auch noch nach Sport aus. Neben der Tatsache, dass da Prominente sich natürlich die Ehre geben und dass die Geschwindigkeiten hoch sind, sieht es auch nach Sport aus. Und es war auch spannend, weil sehr viele sind umgefallen in der Kurve 9. Ja, und so. Also da Blut, Schweiß und Tränen, Herr Beckmann. Und ich würde mich freuen, wenn auch Sie beim nächsten Herr Raab, Mal es war mir klar, dass ich eine Einladung bekomme, aber ich habe gerade gehört, dass die Westerwelle in einem Bock. Sagen wir mal, alberner als Golf spielen ist das auch nicht. Ja? Als mit so einem kleinen Metallschläger einen Ball in ein von Hand gegrabenes Loch reinzuschlagen, in dem so eine Fahne steht. Also ehrlich gesagt, da muss man zugeben, das ist auch nicht albern, oder? Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Also, vergessen wir das Ganze. Nein, Herr Beckmann, Sie müssen das ja auch mal so sehen. Diese Sportart befindet sich in den Kinderschuhen. Ja? Und am Anfang finden Sie natürlich keinen honorigen Präsidenten. Ich würde gern, entschuldigen, dass ich Sie schon wieder anspreche, Herr Westerwelle, Sie als ehrenamtlichen Präsidenten der World Hockey Union beschäftigen. Ich möchte hiermit vor den Fernsehkameras und unserer gesamten Zuschauerschaft feierlich ausschließen, dass ich jemals diesem Verband auch nur beitreten könnte. Also jetzt seien Sie mal nicht so voreilig. Ja? In 2 Jahren brauchen Sie die Promotion wieder und dann sehe ich Sie schon in der Schale sitzen und darunter jodeln. Lieber spiele ich mit Ihnen 2-3% Gitarre oder Dudel auf der Klampfe, bevor ich mich in so ein blödes Ding da reinsetze. Das mit dem blöden Ding habe ich überhört, Herr Wester. Ja. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorsitzende. Schön ist, ich habe den Raab der Woche gewonnen. Das möchte ich mal hier kurz machen. Hat Ihren Platz zu Hause? Den habe ich noch. Ja? Der steht im Büro. Ich habe den Raab der Woche, der steht im Büro. Ja. Deswegen kann ich auch Ihr Wok-Angebot lässig ausschlagen. Die FDP muss wieder in die Hitparade. Hier ist das Zusammenspiel Wolfgang Gerhardt. Das kennen Sie noch featuring gar nicht, Guido Westerwelle. Ja, bitte schön. Ja. 1, 2, 3, 4. Es wird dort nur am Ende Frieden geben, wenn die Palästinenser einen Staat erhalten. Take it to the bridge now. Ran an die Menschen, ran an die Menschen, ran an die Menschen. Kick it now. Es wird dort nur am Ende Frieden geben, wenn die Palästinenser einen Staat erhalten. Freedom! Nein, wir zeigen schon oft Menschen, die merkwürdig aussehen, aber das war uns dann doch zu gut. Haben Sie es auch schon probiert? Ich habe das auch schon gegessen, das ist auch sehr lecker. Gut, Stefan, ich bedanke mich sehr herzlich, dass es geklappt hat, so schnell vorbeizukommen. Es sind so viele Punkte, über die ich gerne noch mit dir oder mit Ihnen geredet hätte. Das müssen wir nachholen, du ey. Ja, wann denn? Ja, sehr gerne. Bist herzlich wieder willkommen. Nächsten Montag. Oder in 2 Wochen oder 3 Wochen. Ja, das kriegen wir doch irgendwie hin, die Luftbrücke. Du hast Zeit. Ich hab Zeit. Lass uns mal was ins Land gehen. Tschüss, machen Sie es gut.